So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video und heute möchte ich euch einfach mal ein bisschen was zu Aim Controllers erzählen. Und zwar habe ich mir bei Aim Controller diesen Controller bestellt und habe gedacht, ich muss es einfach mal testen und muss auch einfach mal einen Vergleich zwischen Aim Controllers und anderen Herstellern ziehen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil man liest teilweise Dinge, die natürlich auf die Qualität einspielen und dann liest man wieder auf der anderen Seite, dass Leute total begeistert sind. Ich bin da immer ein ganz, ganz pragmatischer Herangeher an solche Dinge. Ich kaufe mir so einen Controller einfach mal und gucke dann mal, was dann dabei rauskommt. Das Schöne ist, ich habe zwei Controller gekauft. Einen habe ich, den zweiten, das ist der hier. Also der in der Paketbox hier, das ist der Controller, den ich von Aim Controllers bekommen habe und den ich dementsprechend auch für mich auch behalten darf. Natürlich ziemlich cool und an der Stelle für euch sehr, sehr interessant, weil ihr nämlich mit dem Code UNDER direkt beim Kauf von solchen Controllern sparen könnt. Sei es Xbox, sei es PlayStation Controller. Vergesst nicht, beim Checkout Code UNDER hinzuzufügen, dann spart ihr mit dem richtig gut. So, ich mache das halt jetzt mal auf, damit ihr das mal seht. Richtig geiles Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich war am Anfang echt skeptisch, was das Design betrifft. Man kann nämlich natürlich noch an den Seitendingern, kann man hier auch noch so fokussieren. Hier kann man und hier kann man noch Dinge anbringen, aber ich finde, es sieht halt einfach in diesem Orangenen mega gut aus. Und das Geile kommt jetzt, und zwar gibt es hier diese Spider, die kennt man ja von SCUF oder von Xbox. Und ich finde es sehr, sehr geil, weil diese Spider hier ist nämlich variabel. Das heißt, man kann sie abnehmen und kann hier die vier vorinstallierten einfach zum Beispiel durch eine nur ersetzen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich geil, weil viele Hersteller immer so auf so ein fixes Ding setzen. Und ich bin zum Beispiel einer, ich nutze diesen Paddel immer nur zum Springen. Dieser Paddel stört mich eher, wenn ich dann irgendwie messern oder sonst irgendwas. Deswegen spiele ich nur mit einem Paddel und habe hier normal solche Aufsätze drauf. Man kann es vielleicht sehen. Ihr seht hier diese Aufsätze, einfach um ein bisschen mehr Grip zu haben. Normalerweise spiele ich mit FPS-Freaks, also rein zum Vergleich. Mein Xbox-Controller sieht eigentlich analog aus. Ein Paddle und dann habe ich im Endeffekt Control-Freaks drauf. Ist eigentlich im Grunde das Gleiche. Ich finde, von der Verbauung her sind die echt nicht schlecht. Ich kann natürlich nicht innen reingucken, das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, aber rein vom Spielen her, was ich jetzt gemerkt habe, diese Digital Triggers, ich weiß nicht, man kann es mal, ich halte es mal ans Mikrofon. Ich weiß nicht, ich verstärke den Ton hier dann nochmal. Achtung. Man hört es vielleicht ganz gut, das sind sogenannte Digital Triggers. Da habe ich bei SCUF sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber sie sind sehr geil. Und ich wollte unbedingt einen mit Digital Triggers haben, um halt einfach schneller zu schießen. Ich hoffe, sie halten recht lange. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar Clips zeigen, wie ich mit dem Controller spiele und was ich so genial an solchen Controllern finde, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, viele sagen ja, oh, du hast so einen Controller, das ist ja schon, grenzt ja schon an Cheating und sonst irgendwas. Aber ich muss mittlerweile sagen, ich kann nicht mehr ohne solche Controller spielen, weil der Standard-Controller einfach nicht diesen Grip natürlich hat, ich kann es euch auch nochmal zeigen, hier diesen Grip nicht hat. Das ist schon sehr, sehr cool, wenn man ein bisschen schwitzige Hände hat und die Drücker ist halt, es ist halt einfach mittlerweile Standard, dass man über solche Dinger springen kann und alles andere ist halt einfach ein Nachteil, wenn ihr es nicht benutzen würde. Und deswegen muss ich an der Stelle einfach wirklich sagen, finde ich solche Dinger sehr, sehr genial und auch sehr gut. Was ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen wollte, was in so einem Paket einfach drinnen ist. Und zwar kriegt ihr mit dem Controller einen kleinen Lappen geliefert. Keine Ahnung, für was der sein soll, um seinen Controller sauber zu halten. I don't know. Ein ziemlich cooles Ladekabel, wie ich finde. Zeige ich euch auch mal ganz kurz. Ist so ein bisschen gesleeved. Finde ich echt nicht schlecht. Schaut gut aus, macht einen guten Eindruck. USB-C. Dann natürlich, wie soll es auch anders sein, die Backpedals, die ich weggemacht habe.
Man sieht's hier. Ich frage mich gerade, wo der dritte ist. Keine Ahnung. Und dann kriegt man noch so Aufsätze mit. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil da habt ihr verschiedene Arten von Aufsätzen. Und ihr könnt hier nämlich diese Aufsätze einfach abmachen. Ziemlich cool. Dann kann man verschiedene Arten von Aufsätzen einfach benutzen. Das finde ich schon ziemlich genial gemacht. Und man kann dann zum Beispiel, was ich gemacht habe, ich habe die Standard Xbox Drücker mir drauf gemacht, weil ich halt dann einfach auch andere FPS-Freaks benutzen kann, als die von der PlayStation beispielsweise. Ziemlich, ziemlich genial. Ansonsten, da sind noch ganz normale Standard-Anleitungszeug oder irgendwas dabei. Der Rest, was in der Box ist, könnt ihr eigentlich vergessen. Es ist ja nicht mehr viel drin. Der Rest ist eigentlich nur Plastik. Also von dem her, ich finde auch vom preislichen her, wenn man sich jetzt mit dem Code UNDER einiges spart, ist es auch ein fairer Preis. Also man muss jetzt da nicht ultra viel Geld in so einen Controller investieren. Man muss auch nicht irgendwie ein Logo drauf machen oder irgendwie freaky Design oder die Spinne hinten konfigurierbar machen. Das sind alles Nice-to-Have-Dinge, genauso wie die Smart-Triggers. Die Standardkonfiguration ist eigentlich schon fast ausreichend. Ich würde zum Beispiel, was ich machen würde, ist den Grip hinten zu machen. Die Spinne würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten eine coole Farbe natürlich. Macht definitiv einen geilen Eindruck. Ja, jetzt zeige ich euch noch ein paar Clips und dann kommen wir zum Fazit. Meine lieben Freunde, kommen wir zum Fazit-Video. Ich habe jetzt mal alle vier Pedals hinten drauf gemacht, dass ihr die mal sehen könnt. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt seit über einen Monat, weil ich wollte das Video auch wirklich mit einem etwas längerfristigen Test versehen. Nicht, dass ich irgendwie nur so ein, ja, ich habe fünfmal damit gespielt und die Pedals gehen schon nicht mehr und sowas. Das möchte ich einfach vermeiden, deswegen habe ich wirklich mal einen Monat das Ding getestet und muss ehrlicherweise sagen, ich finde ihn richtig gut. Ich habe damit jetzt beispielsweise Call of Duty gespielt, hauptsächlich, was ich noch gespielt habe, ist Sackboy, also ein Jump-and-Run-Spiel, so ein Platformer, macht mega Bock auch mit dem Controller. Was man allerdings sagen muss, mit Digital Triggers habt ihr das Problem, dass ihr dann zum Beispiel Rennspiele oder Sportspiele nicht mehr spielen könnt, weil ihr den Controller, den Drücker nicht mehr ganz durchdrücken könnt. Das heißt, bei sowas wie Gas oder Bremsen kann man mit dem Ding nicht mehr. Aber ich muss an der Stelle wirklich sagen, von der Haptik her, wie er sich anfühlt, finde ich ihn top verarbeitet und ich kann auch nichts Negatives sagen, weil es ist ein aufgewerteter PlayStation-Controller für einen einigermaßen fairen Preis, finde ich. Natürlich muss man auch an der Stelle sagen, ein Xbox Elite-Controller, der ist einfach das Nonplusultra, da wird auch kein PlayStation-Controller rankommen, aber ich würde nie mehr einen normalen PlayStation-Controller für Shooter nehmen, sondern nur noch solche Dinger, definitiv. Und denkt dran, wenn ihr jetzt momentan einen Controller kaufen wollt und ihr überlegt wirklich, ob so ein Ding was für euch ist, denkt an den Code UNDER, spart ihr einen Haufen Geld. Es müssten mittlerweile, glaube ich, über 55 Euro sein, was ihr da rabattiert bekommt. Und es gibt diverse Sales auch, wo es manchmal 70 Euro sind oder sogar manchmal mehr. Aber Standard sind 55. Also ziemlich, ziemlich geil. Und das ist echt eine Menge Schotter, die ihr euch da sparen könnt. Ansonsten schreibt mir mal unten drunter, ob ihr so einen Controller habt oder ob ihr vorhabt, so ein Ding zu kaufen und was ihr
von diesen Controllern haltet. Ich spiele schon seit es die Dinger gibt, seit SCUF, seit was weiß ich damit und bin echt begeistert. Ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen. Aber drunter in die Kommentare und ich bin raus an der Stelle, euer Basti. Tschaußen! Yeah. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.